willkommen zu meinem ersten Video auf diesem Account. Mein erstes Video wird ein Unboxing sein von meiner Evita. So, hier drin ist auch meine Evita. Also frage ich mich, warum das so falsch herum ist. Auf der anderen Seite sieht man meine Adresse und natürlich will ich das nicht. Und ja. So, ich hoffe. So. Okay. Oh mein Gott, es ist schwer. So. Oh mein Gott. Okay, ich hole das erstmal raus. Oh mein Gott, es ist schwer. So sieht das jetzt aus. Auf jeden Fall, ich freue mich sehr. Ja, das ist noch mit Tesafilm. Deswegen, wir sehen uns gleich, wenn ich das einmal geöffnet habe. So. Oh mein Gott, was ist da drin? Das bin ich nach dem Video. Ich habe am Anfang ihr Gesicht verdeckt, aber gleich werdet ihr ihr Gesicht sehen. Also, ja, nicht wundern. Okay, dann lass ich das mal öffnen. Okay. Die Packung ist echt, echt süß, deswegen behalte ich sie. Ja, okay, ich trage sie jetzt erstmal woanders hin. So, wir fangen jetzt erstmal mit dem Zubehör an. Also, hier sind so, ist so ein kleines Beutel. Auf jeden Fall echt, echt süß. Hier sind Augen drinne. Oh mein Gott. Also, einmal gibt es braune Augen. Also, das gehört zu den grünen und das braune. Und es gibt noch ein blaues Paar, aber das hat sie ja gerade drinne. Also echt, echt süß. Und ja, also, oh mein Gott, das ist wirklich echt, echt süß. Es ist so ein, erstens ist es übelst weich. Eigentlich kommt es in verschiedenen Farben, also zufälliger Farbe. Also ich habe mit Glück Gott sei Dank weiß bekommen, aber egal welche Farbe, Hauptsache die Puppe halt. So, ich lege sie jetzt mal drauf. Also Leute, so sieht der aus. Also irgendwie die Lippenfarbe ist ein bisschen schon abgegangen, aber das macht jetzt nichts. Ich ziehe jetzt ganz kurz ihre Mütze aus. Sie ist so süß. So, auf jeden Fall, sie ist echt, echt weich. Eigentlich ein bisschen härter, als ich sonst so andere Evitas kenne, aber kann auch wegen der Kälte liegen. Also Leute, falls ihr wissen wollt, wie viel sie gekostet hat, sie hat 239 Euro gekostet, aber ich sage jetzt mal 240 Euro von Amazon. Auf jeden Fall, sie ist echt, echt, echt süß. Bis jetzt hat sie noch keine Risse, das macht mich echt glücklich. Und sie ist gerade irgendwie so, wie soll ich sagen, so eine Konsistenz, so mehlig. Deswegen will ich sie halt auf jeden Fall nochmal waschen. Und ja. Okay, ich will jetzt einmal die Augen wechseln. Also so sehen braune aus. die grünen sind auch echt, echt süß. Aber ich glaube, ich bleibe bei den braunen, weil ich habe selber braune Augen und es würde mehr passen. Oh mein Gott, das sieht so süß aus. Oh mein Gott, ich kriege das nicht rein. Ich habe Angst. Oh, das sieht richtig süß aus. Also, ja, ich glaube, ich bleib bei den braunen Augen. Also, ich werde die Kleinen jetzt sofort einmal gleich baden. Und ja, das war's eigentlich schon mit diesem Video. Ich weiß, es ist jetzt gerade mal nicht so lang, aber es war ja nur ein kleines Unboxing-Video. Auf jeden Fall, mehr Details steht in meiner Beschreibung. Also, falls ihr sie euch mal angucken wollt oder auch kaufen wollt, steht alles in meiner Beschreibung. Und ja, bye!